14 Tage sind wir nun schon in Gran Tarajal. Fuerteventura hat sich uns in dieser Jahreszeit völlig anders gezeigt wie vor 3 Jahren im Frühling. Die Landschaft erinnert uns an die Wüstenlandschaften in Texas oder in Mexiko. Welch ein Kontrast zu Lanzarote! Bei Sonnenaufgang verlassen wir bei wenig Wind aus Nord-Nordost den Hafen und stellen uns auf einen Motorsailing-Tag ein. Diejenigen von euch, die sich hier im Revier etwas auskennen, wissen genau, dass die Richtung, in die wir heute wollen, immer die schlechte ist. Denn der Wind kommt immer von vorne. Seit einer halben Stunde sind wir unterwegs. Von Gran Tarajal nach Papagayo. Las Plaitas, ein wunderschöner kleiner Ort mit einem großen Golfresort. Das ist der Leuchtturm. Hier oben diese große Leuchtturmanlage, die wir die Tage besucht haben. Wo wir diesen unglaublichen Blick hatten. Fantastisch. Heute von See. Bei Sonnenaufgang. Als wir den Flughafen von Fuerteventura passieren, werden wir Zeugen eines ungewöhnlichen Flugereignisses. Der Flieger bricht den Landeanflug kurz vor dem Touchdown ab und startet durch. Nee, der geht hoch, guck mal. Ja. Auf der Rollbahn direkt am Tower erkennen wir eine Maschine, die sich in Gegenrichtung bewegt. Ist da etwa gerade eine Katastrophe verhindert worden? Wer weiß. Lieber Mann, du. Kaum haben wir uns von dem Schreck erholt, rauscht auch schon die Angelleine aus. Wir haben einen Biss. Petra drosselt die Fahrt auf 2 Knoten herunter, damit ich die Leine langsam einholen kann. Ein herrlicher Tuna, 2,5 Kilo Lebendgewicht, kann ich an Bord holen. Ich trage beim Einholen der Angelschnur stets Lederhandschuhe, um den Fisch sicher packen zu können. Manche von euch werden sich schon fragen, was denn eigentlich die Papagayo ist. Nun, es handelt sich hier um eine Ankerbucht vor den Papagayo-Stränden. Sie bietet guten, oft sandigen Ankergrund auf 5 bis 12 Meter Wassertiefe und wird gerne von Seglern und Motorbootfahrern aus Playa Blanca und der Marina Rubicon angesteuert. Tagsüber kann es jedoch je nach Saison schon mal mit 50 Schiffen recht voll werden. Da die wenigsten aber über Nacht bleiben, ist es abends meist entspanntes Ankern dort.
Schnell ist eine gute Ankerstelle gefunden und der Anker hält sofort. Jetzt heißt es erst einmal, den Fisch fertig zu machen. Man soll ja auch die Fischleber soll ja auch sehr gesund sein. Oh ja, die sieht ja gut aus. So, jetzt habe ich hinten vom Schwanz her, schneide ich jetzt ganz zart an der Mittelgräte entlang. Zwei Kilo hat er gehabt. Zwei Kilo ohne Kopf. Hat ohne Kopf jetzt, ja. Schau mal. Und da sind jetzt natürlich noch Gräten drin, die müssen wir gleich noch rauspiddeln. Aber das ist das Erste. Die Zubereitung eines frischen Tunas ist gar nicht so einfach. Heute hat sich Petra dazu entschlossen, ihn kurz in brausender Butter zu braten. Die Kunst dabei besteht darin, den Zeitpunkt zu treffen, wann der Fisch gut ist. Ist er zu lange in der Pfanne, wird er sofort trocken. Gute Nacht und schlaf schön. Samstag. Wir haben gerade die Maschine gestartet. Es ist morgens um 7. Es ist bewölkt. Und wir werden jetzt gleich Anker aufgehen und nach Recife tuckern. Papagaio-Stand ist leer. Die Ankerlieger schlafen noch. Und Fuerte liegt im Dunst. Nur die Fähren, die fahren pausenlos zwischen den beiden Inseln hin und her. Wir haben hier übrigens eine Stange montiert zwischen dem Bimini und der Sprayhut, an der man sich sehr, sehr gut auch festhalten kann. Das ist eine gute Stabilisation und das hat sich schon sehr, sehr gut bewährt. Hier kann man das ganz gut sehen. Auf der anderen Seite auch. Und dadurch hat man hier auch im Cockpit einen guten Halt, wenn man sich mal schnell festhalten will. Ganz ungewohnter Sonnenaufgang hier im Papagaio. Die Sonne in den Wolken. Wir tragen beim Ankermanöver immer das Headset. Das Headset hat den ganz großen Vorteil, dass man vorne alles versteht. Funktion ist super. Wir schwören drauf. Ja, mal gespannt, was das gibt hier. Das ist eine dolle Wolkenformation da hinten. So, ja, der Windfinder sagt den ganzen Tag bewölkt. Hier auf der Karte sieht man jetzt hier diese Landzunge. Da müssen wir jetzt dumm rumfahren, weil es hier flach ist. Und man sieht auch hier, die See hat da eine ganz kabbelige Form angenommen. Hier, da sollte man also ein bisschen vorsichtig sein und nicht direkt so drüber brettern, weil es da nur 4 Meter tief ist. So, wir haben es jetzt da geschafft. Petra ist jetzt auf Kurs gegangen.
Und jetzt haben wir den Wind gegen an, wie immer. Das übliche Geknarre. Wir halten uns aber jetzt relativ unter Land, ne? Oder willst du geradeaus durchfahren? Ja, ich will schon mal hier um die Ecke rum. Erstmal hier die 8,80 Meter. Ja, guck nur an, es regnet. Regen vor Lanzarote, das haben wir ja auch noch nicht gehabt. Regen auf See. Wie fühlst du dich beim Regen auf See? Du hast dir doch Regen gewünscht. Guck mal, das ist ja wie in England auf dem Wasser. Ja, guck mal. Ein richtiger Regenschauer. Und man hört es sogar. Und die Angel? Was sagt die Angel dazu? Da schnuppert schon einer. Biss! Es ist ein Skipjack-Tuna oder auch echter Bonito. Es ist der meistgefangene Thunfisch weltweit. Er gehört biologisch gesehen zu der Familie der Makrelen und der Thunfische. Mit einer Länge von maximal 1 bis 1,10 Meter ist es der kleinste der kommerziell gefangenen Thunfische. Wenn man auf Lanzarote nach Arrecife fährt, haben wir mal schnell 26 Knoten, 26,5 Knoten. Und das ist immer wieder das gleiche Theater. Von 0 Wind auf 26, 27 Knoten innerhalb von 10 Minuten oder 5 Minuten. So, jetzt haben wir unsere 30 Knoten hier. Vor der Einfahrt. Es ist mittlerweile für uns schon fast zur Routine geworden, bei solchen Wetterbedingungen in Marina Lanzarote anzukommen. Auf der Fahrt hierher haben wir uns schon Gedanken gemacht, wie wir den Fisch zubereiten werden. Heute soll er in Limettensaft kalt gegart werden. Hier schneiden wir den Fisch in kleine Stücke und legen diese in Limettensaft. Sofort beginnt der Garprozess. Nach einigen Minuten die Stücke einfach wenden, fertig ist unser Ceviche. Durch Zufuhr von Säure verändert sich die Eiweißstruktur wie beim Braten. Die farbliche Veränderung des Fischfleisches zeigt die erfolgreiche Garung an. Probiert es mal aus, es ist einfach köstlich. Vielleicht haben wir euch jetzt Appetit gemacht. Wir würden uns freuen, euch bald wieder hier auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund und empfehlt uns weiter. Eure Mola Molas.